1477 wurde Bäckermeister Frieder zum Tode verurteilt. Er erhielt jedoch von seinem Grafen Erhard von Urach die Chance auf Begnadigung, gelinge es ihm, innerhalb von 3 Tagen ein Gebäck zu entwickeln, durch welches 3-mal die Sonne scheinen könne. Inspiriert durch die verschlungenen Arme seiner Frau, entwickelte er daraufhin Brezelteiglinge. Kurz vor Ablauf der 3-Tage-Frist fielen ihm jedoch die Brezelteiglinge versehentlich in einen Eimer mit warmer Putzlauge, die man seinerzeit zum Reinigen der Backstube verwandt. Aufgrund der Zeitnot entschloss sich Bäckermeister Frieder jedoch, diese Brezelteiglinge trotz alledem aufzubacken. Das Backergebnis war überwältigend, die Laugenbrezel war geboren und Bäckermeister Frieder ward begnadigt. Die Laugenbrezel ist in ihrer Grundeigenschaft ursprünglich, natürlich, einfach und sehr, sehr ehrlich, weil sie unter anderem aus den Grundbestandteilen Getreide, Hefe, Wasser und teilweise Malz besteht. Darüber hinaus ist es uns in den vergangenen 100 Jahren gelungen, eine gewisse Kompetenz und Know-how für Bedarfe und Vorlieben beispielsweise ethnischer Gruppen zu erreichen. Hier ist besonders eine Halal-Zertifizierung oder eine Koscher-Zertifizierung hervorzuheben. Zu unseren Kernkompetenzen gehören zunächst mit großer Sicherheit unsere außerordentlich hohe Produktqualität, gepaart mit einer kontinuierlichen Gelingsicherheit für die Anwendung bzw. für die Zubereitung unserer Laugengebäcke. Die Erfolgsgeschichte von Ditsch beruht aus unserer Sicht unter anderem darauf, dass wir seit 100 Jahren gezielt das tun, woran wir mit voller Überzeugung glauben und unser gesamtes Tun und Handeln fokussiert darauf auslegen, täglich die schmackhafteste und besten Laugengebäcke auf der gesamten Welt herzustellen und täglich zu backen. Zuerst benötigt jede Linie einen sogenannten Kneter. Der Kneter vermischt alle Rohstoffe zu einem großen Teig und dieser Teig wird dann durch Kopfmaschinen in Bällchen zerteilt und geformt. Die Bällchen werden dann ausgerollt zu Teigsträngen und die Teigstränge werden dann zu der Brezel geformt. Und anschließend kommen die fertigen Brezeln durch den Gärschrank, wo sie noch mal ein bisschen aufgehen. Dann durchlaufen sie das Laugenbad und nach dem Laugenbad kommt der Froster, wo sie dann tiefgefroren werden und anschließend in Beutel verpackt, dann in Kartons und sie fahren ins Tiefkühl-Hochregallager ein. German immigrants migrated to the United States in the early 19th century. And with that, they brought a lot of their culture with them. Beer, brats, and especially for us, pretzels. In the United States, primarily, they're surrounded by activities like family events, theaters, sporting events, times when you're having a good time. So there's a lot of emotion when it comes to pretzels. And I think that's why pretzels really took off in the United States. Food safety is critical to the making of pretzels. So we have tight security around the building. We know who's in the building, that everyone's trained and qualified for the positions, and that we managed lot codes throughout the entire process. So there was a recall on an ingredient, I'm able to source where that pretzel is in the United States, and I can call it back if there's some sort of an issue. Everybody wants to have handmade food, so we took the quality ingredients and limited the processing without shortening the time. It takes about 3 hours from start to finish from our pretzels, from when we mix till we put them in a box. Hier ist es uns besonders wichtig, dass auch unsere Lieferanten, ähnlich wie wir, nach IFS und BRC zertifiziert sind. IFS und BRC bedeuten, dass ein Lieferant gewisse Prozesse festgeschrieben haben, um Produktsicherheit und gute Qualität zu gewährleisten. Wir versuchen bei Ditsch, unsere Rohwaren und auch Verpackungsmaterialien regional zu beschaffen. Dies hat den Vorteil, dass Lieferwege relativ kurz sind und auch, wenn Probleme auftauchen, die Lieferanten schnell vor Ort sind. Wir bei Ditsch haben aktuell ein schönes Nachhaltigkeitsprojekt gestartet in Kooperation mit einer Mühle,
Unsere Idee ist es hier, CO2-Einsparungen zu generieren und dies schon zusammen mit dem Landwirt zu erarbeiten. In unserem Blackbox-Projekt hier am Standort Oranienbaum sammeln wir alle Maschinendaten zusammen in einen Server. Und in diesen Server werden sie dann weitergeschickt in das Digitalisierungstool, was an der Linie auf Terminals angezeigt wird, wo jeder Mitarbeiter dann von dort aus stündliche Kontrollen durchführen kann, die er aktuell sonst auf Papier durchführt. Außerdem können sie dort auch Temperaturen und Ähnliches überwachen und von dort aus die Maschine sehen, ohne dass sie physisch vor ihr stehen. Ich habe mich schnell und gut in die Rolle eingefügt, dadurch, dass ich immer sehr selbstständig arbeiten durfte und dadurch, dass ich auch mit Geschäftsleitung und sämtlichen Abteilungsleitern in dem Projekt zusammenarbeiten musste, konnte ich viel lernen. Es war immer ein offenes Ohr da, wo ich Fragen stellen konnte und so kamen wir auch immer schnell voran. Und das Zusammenarbeiten mit den Mitarbeitern dort macht mir einfach besonders viel Spaß. Ich habe Schulungen und Tests durchgeführt mit Mitarbeitern der Technik, Mitarbeitern der IT und auch Mitarbeitern der Produktion, indem ich ihnen unser Projekt beigebracht habe, wie sie mit dem Blackbox-Tool umzugehen haben. I'm amazed how many pretzels are eaten in the office. Every day I go out, pick up random pretzels off the line, bring them up in the office. And at the end of the day, the baskets are empty. So I love pretzels, and I love our pretzels. If there's a choice at a baseball game or football game between a hot dog, pizza, or pretzel, I always get a pretzel. The people that work here are just the best people I've ever worked with, and just a phenomenal group of people. And I really enjoy my time here. Mit unserem Laugengebäck möchten wir das kleine Glück für unterwegs zu unseren Konsumenten bringen und den Genussmoment für zu Hause, ob allein, mit der Familie und oder Freunden gemeinsam ermöglichen.